Herzlich willkommen in der traumhaften Berglandschaft der Dolomiten. Eine Woche Fototour in den Südalpen mit dem primären Ziel, so viele sternklare Nächte wie möglich vor die Linsen zu bekommen. Und all das nur in diesem kleinen Foto. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben noch eine aufregende Woche vor uns. Aber beginnen wir von vorn. Viel Spaß mit Teil 1. Los geht's! Erster Spot ist diesmal der Karasee hier in Südtirol, denn hier in der Gegend war die Wettervorhersage am vielversprechendsten. Für ein schönes Alpenglühen hat es leider nicht gereicht, aber gut, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet bei der Vorhersage. Und trotzdem ist die Location natürlich wahnsinnig atemberaubend. Also zum Glück konnte ich gerade schon ein Foto mit Spiegelung schießen. Dann, wir werden die Nacht jetzt höchstwahrscheinlich direkt hier am Parkplatz verbringen. Und wenn wir Glück haben, können wir zum einen heute Nacht die Milchstraße direkt einmal ablichten. Und dann können wir morgen früh das ersehnte Alpenglühen nachholen. Bis später! Jetzt wollte man gerade noch die ersten Blitze von dem aufziehenden Gewitter fotografieren. Ja, und dann ging es auch schon los. Ich denke, ihr könnt es gerade hören. Ich bin auch echt mal gespannt, wie ich da gleich reinkommen soll, ohne komplett nass zu werden. So langsam müsste ich recht noch aufs Klo. Ach, scheiße. Die Wettervorhersage für heute Nacht hat sich jetzt sogar noch gebessert. Es soll jetzt noch früher fast klar werden. Das heißt, ich schlafe jetzt eine halbe Stunde, Lars bleibt direkt wach und dann geht's auf Milchstraßenjagd. Ja, das war mal nix. Mal gerade aufgebaut und hatten auch so schon gezweifelt, dass es was gibt bei der Bewölkung. Und jetzt fängt's an zu regnen. Also ab ins Auto und hoffen, dass der Sonnenaufgang besser wird. Perfekt, alles scharf. Dann warten wir mal auf das Alpenglühen.
Da haben wir noch richtig Glück gehabt jetzt, oder? Auf jeden Fall. Wir dachten ja erst, es gibt keinen, aber dann ist es ja doch noch ein bisschen rot am Gipfel geworden. Und jetzt ist die Farbe wieder weg, also jetzt sind die Wolken wieder irgendwo vorne. Ja, also haben wir richtig Glück gehabt. Aber wir hatten ja bis jetzt auch ziemlich viel Pech, ne? Von daher. Ja, wir haben gestern Abend noch den Pascal getroffen. Wir kannten uns schon über YouTube bzw. Instagram. Und der Pascal hatte, als wir hier am See waren, witzigerweise direkt zwischen uns geparkt. Und dann sind wir nachher ins Gespräch gekommen. Der war jetzt eine Woche in der Toskana unterwegs, hat da Milchstraße fotografiert, hatte wohl jede Nacht klar. Und ich blende euch gerade mal seinen Kanal ein und vielleicht auch eins seiner Fotos. Und ja, schön, dich mal kennengelernt zu haben. Bis demnächst. Versuchen jetzt noch eine Runde zu schlafen. Aufgrund der Bäume hinter uns sollten wir auch von direkter Sonneneinstrahlung erstmal verschont bleiben. Und dann gucken wir mal weiter. Andere Seite. Bevor ich jetzt die Kamera auspacke, teste ich erstmal mit dem Handy, wo man hier ein paar schöne Kompositionen hat, um dann mit der Kamera gleich viel gezielter vorgehen zu können. So kann ich dann nämlich viel besser einschätzen, welche Brennweiten bzw. welche Objektive ich benötige. Eigentlich wollte ich den Shot noch mal mit Sonnenlicht machen, aber diese Wolke da oben, die will einfach nicht wegziehen. Die steht gefühlt still. Naja, mittlerweile ist die Kamera schon recht nass und ich selber bin auch ein wenig durchnässt. Ich würde sagen, ich mache mich mal auf den Weg. Jetzt habe ich gerade das Stativ hochgenommen und da kommt die Sonne raus. Ach Mann, das kann nicht wahr sein. Naja. Wir wollen gleich noch weiter zur Seiser Alm, deswegen packe ich jetzt mal weg und ja, dann sehen wir uns später wieder. Thank you.
Ja, der Zaun hat auch keine Lust mehr. Was haben wir? Ich habe gerade 2.48 Uhr gesehen. Stimmt das? Lass mich gucken. 2.43 Uhr. 43, ja gut, dann haben wir noch 5 Minuten gespart. Boah, ich glaube, das war das erste Ding, wo wir so drüber gegangen sind hier, ne? Naja, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. An der Stelle noch 1-2 Tipps, wie ihr die Location, an der wir gestern Abend bzw. Nacht fotografiert haben, selbst erreichen könnt. Grundsätzlich dürft ihr erstmal nicht mit dem Auto auf die Seiser Alm. Ab dem Ort Seis gibt es eine Seilbahn. Ab 17 Uhr abends bis 8 Uhr morgens dürft ihr jedoch bis Kompatsch fahren. Und von da aus geht es dann noch ca. 5 Kilometer zu Fuß weiter. Ja, da gibt es 2 Parkplätze. Der eine ist ein bisschen näher dran, dafür kostenpflichtig. Ich blende euch die Routen gerade mal mit der App Komoot ein. Bei dem oberen Parkplatz spart ihr euch vor allem einiges an Höhenmetern. Übrigens, wenn ihr ein Hotel auf der Seiser Alm habt, dann dürft ihr das sogar mit dem Auto ansteuern. An der Stelle verabschiede ich mich. In Teil 2 geht es dann vor allem um den Polo-Umbau und wie ich darin übernachte. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gern ein Abo da. Und dann sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Lars? Jo. 4.15 Uhr los? Ja, 4 Uhr aufstehen, 4.15 Uhr los. Wir haben ja keinen Empfang, ne? Ist ja scheiße, wie machen wir das jetzt mit Wetter? Einfach los, oder? Ja, dann lassen wir es drauf ankommen. Alles klar. Ja, 4.15 Uhr, gute Nacht. Genau, gute Nacht. Ciao. Ciao.